Hallöchen, meine Freunde, willkommen hier zurück bei einer neuen Folge Minecraft Comblock Tutoriales. Und wir haben schon die grundlegenden Sachen eines Comblocks besprochen. Ich habe euch schon gezeigt, wie man eine wunderhübsche Glock bauen kann. Ja, und welches ich finde die beste Glock ist. Ja, also die hier ist vollkommen außen vor, die kann dann eigentlich in die Mülltonne schmeißen. Ja, was es heute geht, ist dieses nette Tor hier. Ja, ich werde dazu gleich noch ein bisschen was erzählen. Wieso das hier schon steht, und zwar eigentlich so, vorher stand hier nichts, ja. Ich habe schon, ich hatte das schon mal aufgenommen, aber leider hatte ich mein Mikro auf stumm geschaltet, ja. Oh Gott, ganz kurz gleich wieder. Ich habe mal ganz kurz husten. Was ich voll strange finde, wir haben strahlende Sonnenschein draußen und es ist donnert, ja. Also ich weiß nicht, wie das kommt. Und hier stand vorher nichts. Das ist jetzt schon so aufgebaut, das soll so ein Tor darstellen, ja. Also ich, da hinten geht's in unsere Survival-Welt, ja. Jetzt als erstes und wir wollen da jetzt durchgehen. Aber irgendwie, wir kommen da nicht durch. Da steht immer wieder, du bist kein Abenteurer. Und wir werden immer wieder zurückgeteleportiert. Was ist denn da los? Vielleicht in Game Mode 2. Das hat funktioniert. Oh mein Gott, wir sind ein Abenteurer. Oh mein Gott. Nein, Scherz. Also, mit dem Game Mode 0 geht das auch. Können wir da auch durchlaufen, da passiert auch nichts. Ja. Aber mit dem Game Mode 1 passiert was. Und da steht nämlich, du bist kein Abenteurer. Du bist ein mieser Cheater, müsste da eigentlich stehen. Und das wird durch diese beiden Kommenblocks hier ermöglicht. Ja, das sind zwei wunderschöne Dinger, die einen riesen Effekt haben. Ja? Der rechte ist erstmal dafür zuständig, der sagt dem nächsten Spieler, der... Das will ich jetzt nochmal sagen, dieser Say-Command ist ganz crazy, ja. Ich hatte vorher gedacht, dass man da eingeben kann, Say at P, also den Spieler, der da und da ist, das und das, ja. Aber es ist so, der sagt dann, der Spieler, der sich an diesen Koordinaten befindet, ist kein Abenteurer. Und das auf der ganzen Map, und das ist natürlich ein bisschen scheiße, ne, das ist eigentlich nicht der Plan. Vielleicht habt ihr dafür eine Möglichkeit, wie man das eingrenzen kann, weil ich habe echt keine Ahnung. Deswegen habe ich das jetzt auch schon so... Ach nee, das stimmt auch nicht. Ich bin total durcheinander, ja. Also das wird eigentlich in die ganze Welt, auch wenn jetzt jemand hier 10.000 Blöcke da hinten wäre, ja, und da irgendwie was baut oder so, das würde er trotzdem lesen, wenn ich das hier mache, auch wenn ich jetzt sage, dass eigentlich nur das dem gesagt werden soll, der M gleich 1 ist, ja. Also M steht für Mode, für Game Mode dann halt eben. Und das gleiche haben wir hier drüben. Hier ist halt eben der TP der nächsten Spieler, der in diesem Modus ist, zu diesen Koordinaten. Und in dem Fall bin das natürlich ich. Zack. Und dann werde ich einfach mal zurückteleportiert, bis ich... Oh, schon wieder. What the fuck, bitte. Da wusste ich mir echt die Seele aus dem Leib. Ja, der teleportiert uns dann genau hierhin, hier, an diesem benennten Punkt. Und wir kommen da nicht durch, weil wir Game Mode 1 sind. Man könnte jetzt hier auch noch sagen, das habe ich letztens auch schon gemacht gehabt, teleportiert den nächsten Spieler, der sich irgendwie an den Koordinaten hier befindet, ja. Der sich im Umkreis von zwei Blöcken hier rum befindet, wird dann teleportiert, bei dem, der wird dann gesagt, dass er das, ja, wie schon gesagt, man kann keine speziellen Personen sagen, man kann nur sagen, dass die spezielle Person da ist, insgesamt in der ganzen Welt. Man kann dann sagen, dass die Person, die nächste Person, die in diesem Umkreis ist, kein Abenteurer ist, ja. Und man kann das ja eben angeben mit den X und Y und Z Koordinaten. Das sieht dann so aus, also at P in Klammern X gleich dödödö, oh, X gleich dödödö, Komma Y gleich dödödö, Komma Z gleich dödödö. Und dann haben wir zum Beispiel noch R für Radius gleich dödödö. Und jetzt hätten wir, M hatten wir ja auch noch, M für Modus gleich dödödö. Und das könnte man dann immer so weitermachen. Da gibt es auch noch Level und alles mögliche, also man kann da alles mögliche reinschreiben und kann das dann genauer definieren. Man kann dann eben auch genauer definieren, dass das ist zum Glück gut. Man kann sagen, welche Person. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn jetzt hier einer durchläuft, dann wird nicht diese Person teleportiert, sondern irgendeine Person, die in irgendeiner Lobby steht, wird dann hier teleportiert. Ja, ich kann dann sagen, im Umkreis 100 120, also 120 100, die nächste Person im Radius von 5 Blöcken wird dann hierher teleportiert und dann, oh nein, wieso bin ich hier, und dann so, ja.
Ja, das wäre es jetzt zu diesem Command, wie man genauer Personen beschreiben kann, die etwas mit denen etwas gemacht werden soll. Das kann man auch mit at all machen. Also man soll dann sagen, der soll dann sagen, at alle Spieler, die hier sind in dem Bereich und den Spielmodus 1 haben. Vielleicht alle, nee, alle Spieler, die den Spielmodus 1 haben. Da steht dann da nicht vorne, da steht hier vorne Starbird unterstrich 1, du bist kein Abenteurer, sondern dann würde da stehen Starbird unterstrich 1, Komma, du bist kein Abenteurer, ja. Und at all wäre das, at all wäre dann hier, at all, DMM1 zum Beispiel, ein Spieler ist dann da hinten so 300 Blöcke entfernt, und ich laufe hier durch, dann werden alle Spieler, die den Game Mode 1 haben, hier teleportieren, ja. Und dann gibt es noch @R und das wäre dann irgendein zufälliger Spieler auf dem Server. Das kann man sich wahrscheinlich schon vorstellen, ne? Wollte ich nur mal erzählen. Und ja, das war's dann mit dem zweiten Tutorial zu den Comment Blocks. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Zum Beispiel auch, was ihr gerne sehen wollt an Comment Block Tutorials nebenbei noch. Wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, mach mal irgendwie eine Uhr oder was weiß ich, mach Punkt, 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 irgendwie sowas. Dann versuche ich das umzusetzen und dann mache ich natürlich auch davon ein Video. Ich sage dann noch, wer dann da mir das eingeschickt hat und alles Mögliche und so. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann drückt doch eventuell auch mal auf den Abo-Knopf. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis dann. Tschüss.